Hallo und willkommen zu Runde 4 von 9 heute in Belgien. Schöner Grand Prix von Spa oder wie auch immer das heißt. Wir erfahren auf jeden Fall wieder einiges Interessantes über die Strecke nach der Ladesequenz. Da quassel ich natürlich nicht rein und dann sehen wir uns kurz vor der Einführungsrunde. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrerinnen und Fahrern sowie Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum Grand Prix von Belgien. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Metern, sondern auch mit langen Geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen. Denn das hier ist die Ardennen-Achterbahn. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Norris, Oscar Piastri, Joe, Gasly, Sainz. Ah, da bin Russell, ich auf 10. Albon, Bottas, Stroll, Ocon, Tsunoda, Ricardo, Magnussen, Hülkenberg und Logan Sargeant. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer wird mir auch heute wieder mit seinem Fachwissen zur Seite stehen. Stefan, worauf sollten wir achten? Was hältst du von Max Verstappen? Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Was sonst noch beachtet werden muss, ist die Strategie. Wie lange halten die Reifen und wer muss als Erster für frisches Gummi in die Box? Es wird interessant herauszufinden, ob die Führenden ihre Pläne ändern müssen, um sich gegen ihre Verfolger abzusichern. Den Text hat man aber schon mal. So, ich habe meinen Controller gewechselt. Nicht in der Zwischenzeit, sondern seit dem letzten Rennen. Einfach ein bisschen leichteren genommen. Gegen Ende des Grand Prix kann es regnen. Ach, wahrscheinlich erwischt es uns nicht mehr. Dann nehme ich wieder den Zwei-Stop. Ich mag frische Reifen und dann kann schon losgehen. Diesmal deutlich besser qualifiziert. Kann ja nicht sein, dass wir im Grand Prix durch meine Leistung letztes Mal so abgeschlagen sind. Da müssen wir uns heute deutlich besser anstellen. Also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Na, so viel zu besser anstellen. Beinahe in Gasly gerauscht, weil ich hier rechts mein Fenster aufrufen wollte. Eine wunderschöne Strecke, die mir eventuell auch nicht so liegt, aber ich mag sie extrem. Werden sehen, wie das läuft. Wird auch ein... Weiß gar nicht, wie viele Runden das hier sind. Die Strecke ist extrem lang. Wahrscheinlich, ich schätze mal, so 20 oder 19 Runden. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Ja, wunderbar. Bisschen Regen in Spa hat auch noch nie jemanden geschadet. Außer irgendwie vor ein, zwei Jahren, wo das Rennen komplett ins Wasser gefallen ist und sie nicht losgelegt haben. Bisschen doof war das für die Fans. Mehr als nur ein bisschen doof. Und ich saß daheim im Trockenen und habe mir 4 Stunden Regen angeschaut, der auf die Strecke geprasselt ist. Wie ein echter Formel-1-Fan, der nichts Besseres zu tun hat an einem Sonntag. Und es war spannend, war spannend. Rennen sie jetzt? Rennen sie nicht? Keiner hat eine Ahnung. Ah, sie sind dann nicht gerannt. Bisschen schade, aber naja. Besser die Fahrer riskieren nicht ihr Leben einfach so... Das muss nicht sein. Safety first. Vielleicht sollten die an so einer Überdachung arbeiten. Oder die wollen ja zumindest hier entweder durch eine neue Reifengröße oder auch durch solche leicht montierbaren, na, wie beim Fahrrad eben, solche Kufen, damit man, damit das Spritzwasser nicht so hoch geht und an den Arsch kommt. Wollen sie ja auch installieren. Bin gespannt, ob das klappt, weil das Hauptproblem ist ja nicht die Nässe, in den meisten Fällen zumindest, sondern einfach die Sichtbarkeit.
Der erste, der ist davon meistens nicht betroffen, aber so ziemlich alle anderen. So, jetzt habe ich so viel gelabert, dass wir uns schon wieder positionieren müssen. Diesmal auf Startplatz 10 und diesmal hoffentlich optimal. Ich hoffe, ich kriege das mal hin. So, Reifentemperatur scheiße. Hätte ich mich mehr wiggeln müssen. Ach, was soll denn das? Pass auf, dass du gut vom Start wegkommst. Behalt die Start- ich halt doch optimal an. Die Startsequenz beginnt, okay. Das habe ich geskippt anscheinend. 5 rote Ampeln, Batterie ist an und los. Jetzt ganz vorsichtig. Letztes Mal einen Flügel abgefahren. Das darf hier nicht passieren. Norris, was? Nee, Piastri, was machst du denn für einen Scheiß? So, da muss man außen vorbei. Und Alonso lässt uns auch durch. Das ist wunderbar. Oh, wir sind auf der falschen Seite für die Hochgeschwindigkeitskurve hier. Oh, beinahe Kollision mit Joe. Ah, es hat noch geklappt. Wir sind vorne. Zumindest für den Moment. Ist auf Platz 6 vorgekommen. Das heißt, 4 erfolgreiche Überholmanöver beim Start. Ich schiebe das alles auf meinen anderen Controller, dass das jetzt so gut klappt. Nee, das war der, wo ich am Anfang gesagt habe, ich wechsle mal, weil ich einen Stickdrift vermute. Aktuell merke ich nichts vom Stickdrift und der andere Controller ist einfach angenehmer für längere Zeit, weil er deutlich leichter ist. Und wenn man hier 50 Minuten krampfhaft versucht, auf seinen Controller irgendwelche Eingaben zu machen, ist es schon deutlich besser, wenn der etwas angenehmer zu halten ist. Na komm schon, Batterie ist wieder an, mache ich wieder aus. Jetzt gibt es nochmal eine Gerade, da wird sich... das hätte ich beinahe weggeworfen. Komm schon, diesmal braucht man eine gute Platzierung, da darf nichts schief gehen. Ich weiß, es ist immer gut, so mit diesem Mindset unter Druck schon zu rennen, aber ich probiere es trotzdem. Obwohl ich das jetzt ein bisschen gejinxt habe. Oh, wer ist denn das? Alonso wieder. Na, den Platz lassen wir ihm doch. Hat ihm aber nicht viel genützt. Wir sind vorne geblieben. So, jetzt aber gescheit rum hier. Schön einbiegen. Naja, schön sieht anders aus. Und Hamilton hat wieder irgendwie... ja, Müsli gefressen, das ihn schnell macht. Ich wollte eine andere Metapher sagen, ist mir aber nicht eingefallen. Der kommt ja ordentlich weg, obwohl jetzt haben wir wieder ein Zehntel aufgeholt, 2 Zehntel. Den müsste man doch irgendwie kriegen. Nächste Runde wird das DRS eingeschaltet. Da sollte man auf jeden Fall innerhalb der 1 Sekunde sein, sonst wird es dramatisch für uns. Wir sind gerade relativ flott unterwegs, zumindest im mittleren Sektor. Oder beginnt unten. Die Strecke ist so lang, keine Ahnung, was der mittlere Sektor ist. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so ungefähr bei 2/3 der Strecke. Naja. Vielleicht nicht 2/3, wenn man so auf die Zeit schaut. Fällt mir gerade auch schwer zu rechnen, zu labern und das Auto irgendwie zu kontrollieren. Und vor allem Hamilton nicht davonkommen zu lassen. Wieso ist denn der so schnell auf diesem Streckensegment? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, also jetzt diesmal wirklich auf 2/3 der Strecke bin ich gerade relativ schnell. Und auf dem letzten hier einfach arschlangsam. Boah, 1,8 Sekunden hat er rausgefahren. War wohl gutes Müsli. Oh, da hätte sich das Auto beinahe gedreht. So, spät bremsen. Ordentlich rum. Nur ein bisschen abkürzen. Ne, wir haben nicht mal abgekürzt. So, machst DRS auf Rennleitung. Bringt mir aber nichts. Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Das ist schön, aber wie gesagt, bringt mir nichts. Da muss ich deutlich näher ran. Ich mach mal meine Batterie auf. Mit deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Mache ich die Lücke größer oder kleiner? Das kam gerade nicht gut durch bei mir. Status Report.
P6, wir sind auf P6. Hamilton vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Alonso hinter dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Der Abstand zum Führenden beträgt 6,0 Sekunden. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Okay. Oh, schon in 3 Runden in die Box, das gefällt mir nicht. Nächstes Mal nehmen wir vielleicht doch den Einstopper. Vor allem, da wir hier kein Landgut machen. Ja, irgendwann drehe ich mich über diesen einen Körb hier. Immer diese Kurve hier, die kriegt mich jedes Mal so aus der Balance. Also die habe ich noch kein einziges Mal heute in irgendeiner Weise gut genommen. Das kostet alles wertvolle Zeit. Aber wir sind jetzt innerhalb von einer Sekunde an Norris Arsch dran. Das wird uns garantiert helfen. Auf der Start-Ziel-Gerade haben wir, glaube ich, DRS. Zumindest kurz danach auf jeden Fall. Müssten wir mal sehen, so ganz spät bremsen. Aber noch ordentlich hier rumlinken. Zu viel Körb mitgenommen. Naja, ideal ist anders. DRS ist ab jetzt verfügbar, ist angeschaltet. Batterie schalte ich auch zu. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, eigentlich Plan A. Ist angekommen. Bestätige. So, vorbei an Norris. Habe ihn nicht gut kontrollieren können. Aber naja, Spiel hat sich nicht beschwert. Wir nehmen das einfach mal so hin, dass wir alles richtig gemacht haben. Normalerweise sollte ich jetzt eine 5 Sekunden oder 3 Sekunden Strafe zumindest bekommen. Für Verlassen der Straße und dadurch einen Vorteil bekommen. Gut, ich könnte glaube Norris auch im echten Leben einfach den Platz zurückgeben. Dann wäre es glaube ich auch wieder fair, aber der ist jetzt so weit weg. Und wie gesagt, Spiel hat sich nicht beschwert, dann muss ich es in dem Rahmen des Spiels auch nicht machen. Oh, ich sag doch, ich drehe mich hier irgendwann. Wenn ich nicht aufpasse, meine Fresse. So, diese komische Kurve hier. Ich glaube, diesmal war es annähernd gut. Ah ne, die kommt ja jetzt erst. Naja, ich würde trotzdem sagen, das war annähernd und in Ordnung. Muss mich nicht selbst loben hier. Sie war nicht grauenhaft. Grauenerweckend? Ja, irgendein Grauen wird bestimmt erweckt. Komm schon, ran mit uns. Die Reifen sind aber auch nicht mehr das Wahre. Ah, shit, kein DRS. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, dann fahr du halt mit den scheiß Reifen, wenn du denkst, das macht keine Probleme. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Komm schon. Jetzt aber DRS. Nee, hier noch nicht. Na, wir kommen ran. Ich glaube, Hamilton struggelt mit seinen Reifen. Jetzt haben wir gleich DRS. Nee, er glaubt nicht. Alter! Ich bin hier. Beinahe eine Puncture bekommen, beinahe einen Platten reingefahren, weil ich es gegen die Wand drücken musste. Aber wir sind ohne Flügelschaden davon gekommen und haben ihn überholt. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Ja, ich habe das diesmal sauber gemacht, er nicht. Ungewöhnlich von Hamilton, der fährt doch eigentlich relativ sauber. Zwar auch ein bisschen aggressiv, aber bei Weitem nicht so aggressiv wie Max Verstappen. Wobei ich sagen muss, beim Zusehen finde ich Max Verstappens Rennstil deutlich unterhaltsamer. Gegen ihn zu fahren sieht dann wieder anders aus, aber da bin ich ja nicht betroffen. Da können sich die reichen Kinder, die da schnelle Autos fahren, rumkloppen. Ich habe nur Spaß an der Action, wenn es denn welche gibt. Und an der Strategie, die gibt es zum Glück immer und zum Glück haben wir sowas wie Ferrari. Die ist dann nicht mal mit der Strategie in irgendeiner Form gut schaffen. Zumindest über weite Teile. Ist jetzt eigentlich nächste Runde der Boxenstopp erst. Oh je. Oh je.
Na komm. Leclerc vor uns, 2,3 Sekunden entfernt. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Das ist gut. Müsste eigentlich auch mal auf meine Rundenzeit achten, weil wenn die immer noch einigermaßen in Ordnung ist, wäre es besser, die Reifen noch ein, zwei Runden länger zu haben, dass wir gegen Ende frischere Mediums haben. Wieder nicht gut erwischt hier die ganze Stelle. Okay, alles klar. Hamilton kommt wieder zurück, setzt sich wahrscheinlich gleich vor mich. Ja. Nur kein Frontflügel abfahren. Das wäre eigentlich sein Platz. So, ich habe ihn wieder einigermaßen vorgelassen. Ein paar Infos zu Alonso. Alonso ist draußen. Anschauen. Außen vorbei. Und jetzt haben wir die Innenbahn. Keine Chance für Hamilton. So. Das wäre zu unfair gewesen, den abseits der Strecke zu überholen. Deswegen, den Platz muss die zurückgeben. Habt ja auch noch ein bisschen hier Simulationsehre. Zwar nicht viel, aber ein klein wenig ist vorhanden. Komm schon. Das geht beinahe schief. Okay, ich brauche definitiv neue Reifen. Ich fahre einen Scheiß zusammen. Da können nur... Zweites Mal Glück, dass der Reifen nicht kaputt gegangen ist. Das hat aber ordentlich geklatscht. So, ab in die Box. Einfach hier lang. Wird sich Hamilton freuen, dass ich nicht mehr hinter ihm bin. Ich nicht mehr vor ihm bin. So. Mal schauen. Ja! Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Halte sehr gut. Delta positiv, während wir uns einreihen. Okay, pass auf dein Tempo auf. Uns wurde mitgeteilt, dass das Safety Car draußen ist. Wäre besser, wäre das Safety Car noch ein bisschen früher gekommen. Ah, das ist trotzdem gut. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Jetzt musst du nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Ich glaube, wir haben trotzdem eine Menge Plätze dadurch gut gemacht. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Das war ein halbwegs geschenkter Boxenstopp. Müssen wir sehen, wenn die anderen jetzt in die Box kommen, müssen wir echt sehen, wo wir rauskommen. Ich denke, zumindest zwei Plätze nach vorne haben wir locker gut gemacht. Und wir torpedieren bestimmt irgendwie ihre Einstoppstrategie, wenn sie denn jetzt reinkommen. Komm schon, Delta. Darauf muss jetzt geachtet werden. Weil wenn ich jetzt eine 5-Sekunden-Strafe kriege, weil ich zu schnell bin, macht das gar keinen... Erstens macht es gar keinen Spaß und unser Vorteil wäre dann wieder weg. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Da schauen wir einfach. Ist ja egal. Irgendwann wird das Delta ausgeschaltet und dann können wir aufholen. Deswegen bringt es mir jetzt gar nichts, hier schnell vorbeizukommen. Na, vielleicht doch bei den Boxenstops. Schauen wir mal, dass das hier im halben Sekundenbereich bleibt. Weil eine Sekunde ist schon viel. Bei Kurven muss man extrem langsam nehmen. Wenn man da normal schnell durchfährt, ist das Delta sofort im negativen Bereich. Na komm schon. Da sind einige in der Box. Auch Charles Leclerc. Die kriegen natürlich jetzt die volle Zeit vom Boxenstopp. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Oh Mist. So, Delta ist wieder in Ordnung. Da sind wirklich einige in der Box, aber die führenden Fahrzeuge sind noch vor uns. Das ist ja auch verständlich. Na? Kehren deine Position zurück. Okay, deswegen Delta. Zurück an deine Fuck. Position. Wäre das Delta ein bisschen niedriger gewesen, hätte man die Position im Vergleich zu Leclerc gehabt. Genau darauf hatte ich eigentlich spekuliert, dass man Leclerc und Perez bekommt.
Aber da war es ein Tick. War ich einfach Tick zu langsam, Delta war zu positiv. Na, wenigstens haben wir keine Strafe bekommen und haben beim Restart echt eine gute Chance. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Norris hat eine schöne Taktik hinter uns. Der hat Softs ausgezogen, also der braucht mindestens noch einen Boxenstopp. Wir auch, die Mediums werden nicht ausreichen. Und die vor uns wollen das alles in einem Einstopp zu Ende bringen. Die haben harte Reifen. Was für ein Glück für uns. Wir haben die etwas weicheren und damit werden wir deutlich schneller sein als all die da vorne. Ich schätze mal so 2 bis 3 Sekunden pro Runde, während die hier noch relativ frisch sind. Das ist richtig gut für uns gelaufen diesmal. Das freut mich. Batterie wird schön aufgeladen. Ich schätze mal, es gibt mindestens noch eine... Ist Piastri ausgeschieden? Hab gar nicht gewusst, warum das Safety Car draußen ist. Habe ich nicht mitbekommen, aber da steht ein McLaren direkt auf der Straße. Vielleicht in der Box. Nee, nicht in der Box. Auf der Straße und Norris ist hinter mir. Also muss es Piastri sein. Was hat der denn wieder gemacht? Nee, komm. So. Eine Runde schätze ich noch, dass das Safety Car geht. Können wir uns eine Runde lang darauf vorbereiten, hier an all den 4 vor uns vorbeizukommen, ohne unser Auto zu beschädigen. Das wäre doch ein Träumchen. Wir liegen 22, 23 Punkte jetzt hinten in der Championship, weil ich es letztes Mal einfach so vermasselt habe. Nicht mal in die Punkte gekommen. Beinahe letzter geworden. Und eigentlich wäre ich letzter geworden, wäre ich nicht extrem unfair gefahren gegenüber Sargent. Ganz letzter wollte ich dann auch nicht werden. Vor allem durch einen Fehler in einer der letzten 2 Runden. Naja, schauen wir mal die Temperatur an, was auch immer das bringt. War in Ordnung. Ich glaube, da müssen wir aktuell nichts machen. Oh, nur nicht auf unseren Teammate drauf fahren. Das mag Ferrari gar nicht. Ich glaube, die anderen mögen es auch nicht. So, eine Runde Reifen schon. Eine Runde Reifen aufwärmen. Ich schätze, dann kommt das Safety Car rein am Ende dieser Runde. Dann freue ich mich wirklich auf den Restart. Vor allem, wir haben hier eigentlich 2 lange Geraden, beziehungsweise eine ordentlich lange Start-Ziel-Gerade. Und dann eben dieses Stück hier von der Strecke, wo es so schön berghoch geht. Da sollten wir einen massiven Vorteil haben gegenüber allen, die vor uns sind. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen auf Norris. Kann sein, dass der uns attackiert. Der dürfte noch mal ein bisschen schneller sein als wir. Und ja, mit dem beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Na, so langsam wird es aber Zeit für die Meldung, dass das Safety Car reinkommt. Der McLaren ist schon von der Strecke verschwunden. Das ist schön. Zumindest sehe ich das Icon nicht. So. Schön Reifen aufwärmen. Schön nicht in das Hinterteil von Leclerc krachen. Na, immer noch keine Meldung, dass das Safety Car reinkommt, die Runde. Wollen die uns tatsächlich nochmal rumfahren lassen? Ich weiß, Safety First, aber das ist ein Spiel. Ist ja alles geräumt. Was will ich mit... In Belgien 3 Runden Safety Car, warum denn das? Die Strecke ist eh schon doppelt so lang wie die meisten anderen. Also, so ungefähr. Safety Car doch. Kommt in dieser Runde rein. Wunderbar. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ja, ich denke an nichts anderes. Außer an die grünen Flaggen. Schön auf Temperatur bringen. Vielleicht bringt es ja doch was. So, auf jeden Fall dürfen wir den Restart nicht verpassen. Was macht Gasly denn an Position 2 da vorne? Überraschend gutes Rennen auch für ihn. Ah, jetzt geht er in die Box. Wieder so eine dämliche Taktik. So. Wir nehmen die Außenbahn. Grüne Flagge. Leclerc, ich bin hier.
Ich lasse dir innen Platz, aber du lässt mir hoffentlich außen Platz. Und nur noch Perez vor uns. Und Verstappen halt. Aber Perez hat keine Chance gegen meine Reifen. Oh! Dude! Wie sind wir da heil rausgekommen? Wie sind wir da denn heil rausgekommen? So, ich lasse dir jetzt auch weniger Platz. Wenn du mich so... so hier beinahe in die Schikane dringst. Gut. Wer sein... Bei dir sieht das so einfach aus. Dankeschön. Wäre sein volles Recht gewesen. Also er war ja vorne am Einbiegepunkt. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Ich muss aufpassen. Na, zumindest ein bisschen Platz kann man ja den anderen lassen. Ah, das macht aber den Sport auch ein bisschen aus, dass man es eben nicht unbedingt macht. Ja, Verstappen hat das gleiche Müsli gegessen wie Hamilton. Weil der legt hier auch ordentlich zu. Aber ich habe den Vorteil der besseren Reifen. Muss allerdings nochmal in die Boxengasse. Es sei denn, es gibt ein Safety Car von 10 Runden jetzt noch. Dann komme ich auf Platz 2 oder 1 heim. Das wäre auch nicht schlecht. So, mal hier auf der Geraden nochmal ein bisschen Batterie nutzen. Sonst beschwert sich Jeff, mein Ingenieur, wieder. Und 2 weitere Runden, bis das DRS geöffnet wird. Das war schon wieder nicht gut, hier rüber zu sliden. So, bisschen Batterie für den Antrieb nach der Kurve. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Na, wunderbar. Na, komm her, Max. Mach auch mal einen Fahrfehler, dann hast die anderen auch eine Chance. 1,2 Sekunden, wir kommen also ran. Den Reifen sei Dank. 1,1 Sekunde. Wie gesagt, DRS wird erst in der übernächsten Runde wahrscheinlich freigeschalten. Das dauert ungefähr 3 Runden, nachdem Safety Car wieder reingekommen ist. Weiß nicht, ob das eine offizielle Regel ist, dass es unbedingt 3 Runden braucht dazwischen oder dass es einfach die Entscheidung vom Renndirektor, vom Rennleiter ist. Der kann ja da ein bisschen selbst bestimmen, wann er was auf die Strecke schickt. Das habe ich leider nicht so im Kopf. Und googeln möchte ich zumindest gerade am Steuer nicht. So, auch hier legt er wieder ein bisschen zu, weil ich einfach hier in diesem Teil der Strecke richtig furchtbar fahre. Und zumindest in den anderen 2 Teilen läuft es wesentlich besser. Da haben wir eine realistische Chance. Verstappen kann wie gesagt nicht alles gewinnen. Wird dem jetzt so langsam mal einen Motorschaden wünschen, dass hier auch die anderen Fahrer mal eine Chance auf die Weltmeisterschaft haben, wenn schon ich das hier nicht schaffe oder nicht schaffen sollte. Na komm. Na, das war dämlich. Oh, der ist es jetzt schon aktiviert. Sehr gut. Ich denke, das waren jetzt 2 Runden. Ja, je nachdem, wie man es zählt. Wann öffnet sich mein Boxenstopp-Fenster? Ist der Kerl schon wieder so weit weggekommen. 1,6 Sekunden. Da brauche ich meine Batterie. Ah, der will ja auch bis zum Ende fahren. Und ich muss nochmal in die Gasse rein. In die Gosse. Ah, die harten Reifen werden Runde für Runde auch schlechter für ihn. Daran muss ich einfach glauben und hoffen. Na komm schon. Mit Schmackes nach vorne. Und nicht den Körper streifen. Da habe ich mich schon öfter gedreht. Ich glaube, es regnet. Ich sehe Regentropfen. Vielleicht war es auch nur Schweiß, der mir von den Augen läuft. Nee, ich sehe Regentropfen. Wetterbericht.
Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das ist schön, aber was sehe ich dann auf dem Bildschirm? Gut, es ist überhaupt nicht bewölkt, das wird keinen Sinn machen. Vielleicht ist es der Schweiß von Verstappen. Obwohl der den diese Saison nicht bräuchte. Also in der 2023er Saison. Das ging doch relativ schmerzfrei, außer Singapur. Und in dem Rennen hier geht es auch überraschend schmerzfrei. Hätte wahrscheinlich doch ihn spielen sollen, dass die anderen eine Chance haben. Dass wir nicht diesen Hauptkonkurrenten da vorne haben, der wirklich auch hier alles gewinnt. Wenn ihn kein Sainz im Ferrari aufhalten kann. Aber auch hier ist er eigentlich so schnell, dass ich das noch nicht so sehe. Vielleicht schicke ich irgendwann in dem nächsten Rennen Leclerc in die andere Richtung, dass er Verstappen ausschaltet. Oder ich muss mich noch ein bisschen besser qualifizieren. Das wäre zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe ja extra gesagt, ich qualifiziere mich ein bisschen weiter hinten, dass die Rennen eben spannend werden. Und macht es so Pi mal Daumen. Ich denke, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Also die ersten zwei haben mir ganz gut gefallen. Vor allem Österreich war ein Schlachtfest im Regen. Da bin ich immer noch stolz drauf, dass ich das gewonnen habe. Und auch hier finde ich das relativ spannend. Hätte ich Silverstone nicht verkackt, wäre das auch deutlich spannender gewesen. Aber ich habe es am Anfang versaut. Ich habe mich rangekämpft und dann habe ich es nochmal versaut. So kann man nichts reißen. Zumindest nicht, wenn die Runden dann ausgehen. Statusreport. Zweiter Platz. Du bist auf dem zweiten Platz. Verstappen vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,6 Sekunden. Perfekt. Ja, 2,6 schon. Abstand zum Auto hinter uns 2,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Es sind noch 10 Runden zu fahren. Nächste Runde ist ein bisschen früh, denke ich zumindest. Reifen sind noch einigermaßen okay. Medium aufziehen. Bestätige. Mediums beim nächsten Boxenstopp. Ja. Wir fahren mal 2 Runden weiter. Die sind ja erst bei 36%. Das müsste noch irgendwie gehen. Und dann haben wir auch noch genügend Runden, um es mit neueren Reifen aufzuholen. Was die hier eben in der Zeit weiterfahren. Außerdem poker ich nochmal auf den Safety Car. Nee, das ist dem nicht da drauf zu pokern. Würde mir aber enorm helfen. Ich wünsche, in dem Spiel könnte man einzelnen Fahrern noch so ein Handicap geben. Wäre zwar unfair für die Fahrer, die sich in der Saison dann ganz gut angestellt haben. Aber trotzdem, dass Verstappen auch hier alles gewinnt, das passt mir nicht so. Und vor allem habe ich jetzt nicht wirklich Chance, da ranzukommen. Noch nicht. Ist hier noch nicht das Ende des Rennens. Zumindest von Perez gewinnen wir ein bisschen Abstand. Das ist gar nicht so schlecht. Hier komme ich auch immer besser rum. Ich glaube, das wird noch was. War in Österreich, wollte schon Austria sagen. Auch so knapp. Da hat sich's in der letzten Runde entschieden. Und das kann hier natürlich auch passieren. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ja, da würdet ihr diesmal sogar zustimmen. Da muss ich jetzt noch nicht in die Box. Vielleicht nächste Runde, vielleicht übernächste Runde. Schauen wir mal, wie weit wir weg sind von der besten Runde. Die war 1,49 und wir sind gerade bei 1,45. Na? 1,50, das geht noch. Das geht doch noch. Schön rum. Und Verstappen kommen wir zumindest auch ran. Ich glaube zumindest 4 Zehntel, Hundertstel haben wir aufgehört. 0,4 Sekunden. Müssten Zehntel sein, oder? Je kleiner, umso größer die Zahl, die man so. Keine Ahnung. Hab ich gerade nicht auf dem Schirm. Na komm schon, 2,5 Sekunden Abstand. Mach doch mal einen kleinen Fahrfehler, Verstappen. Leichter Verbremser. Ganz angenehmer gegen die Wand ditschen.
Was ist eigentlich der Zustand von meinem Auto? Muss ich das überwachen im Karrieremodus auf jeden Fall? Hier glaubt nicht. Was mache ich denn für einen Scheiß? Deswegen sollte man in Kurven nicht auf seine Fahrzeugdaten schauen. Toll, halbe Sekunde verloren durch das Manöver. Das habe ich richtig toll hinbekommen. So, ganz knapp am Körper vorbei, so soll es sein. Nur nicht drauf, sonst drehen wir uns wieder. Nein! Diese Scheißkurve. Ich habe doch vorletzte Runde gesagt, dass die jetzt ganz gut läuft schon. Mittlerweile für mich. Ich habe gelogen. Das war grauenerregend. Hätte bestimmt den Adams wunderbar gefallen. Vor allem Morticia Adams. So. Die Runde lief nicht gut, aber wegen meines Fahrfehlers, da bleibt man echt noch draußen. Komm schon. 4 Sekunden ist der Junge weg. Und Leclerc ist in der Boxengasse. Warum ist Leclerc in der Box? Was machen die Ferrari Pit Crews hier wieder für eine Strategie? Der ist doch auch auf Harten. Oh, Leclerc, was machst du denn im Spiel? So wäre die Frage, ob wir doch weiterfahren. Also eine Runde kriege ich danach wahrscheinlich noch hin. Müsst mal schauen. Und dann können wir eventuell auf softe Reifen gehen. Na, halten die 6 Runden? Ich glaube, die halten nur 4. Na, es könnte was werden. Obwohl, ich bin mit den Mediums echt zufrieden. Na, so langsam müssen wir rein. Ich gamble. Softe Reifen aufziehen. Soft. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Weiche Reifen aufziehen. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Warum denn das? Habe ich keine weichen Reifen mehr? Das wäre schlecht, wenn sie mir meine gebrauchten geben. Dann wäre alles im Arsch. Mittlere Reifen aufziehen. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Okay. Weiche Reifen aufziehen. Verstanden. Weiche Reifen beim nächsten Boxenstopp. So, ich glaube, wir können irgendwo noch schauen, ob mal die... Ne, unten steht Soft verwendet, das können wir nicht. Mittlere Reifen aufziehen. Bestätige. Mediums beim nächsten Boxenstopp. So, das ist die einzige Chance. Sonst kriege ich gebrauchte Softs, dann ist das Rennen wieder vorbei. Zumindest das klappt hier optimal. Komm schon, wechsel den Scheiß. Los, ja! Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Danke, ich bin stolz auf euch, dass ihr es nicht verkackt habt. Oh nee, die 2 Mercedes sind vor mir. Kann ich ja gar nicht leiden. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Keine Sorge, ich behandle die wie meine eigenen Kinder. So, Batterie ist dazugeschalten. Wir müssen Gas geben. Na komm. 10 Sekunden aufholen innerhalb von 6 Runden. Und die Runden sind extrem lang. Das sollte machbar sein. Sogar mehr als das. Also ich will mindestens aufs Podium. 2. Platz wäre aber Premium, wie man so schön sagt, in einer Generation unter mir. Oder Generation über mir, die jetzt denken, das wäre cool. Mensch, vielleicht bin ich auch die Generation, die denkt, das wäre cool. Nein, ich werde zu einem Boomer. Nee, davon bin ich zum Glück weit entfernt. Gut, was heißt zum Glück? Ich bin noch jung und fidel. Zumindest bin ich jung. Relativ gesehen. Alles ist relativ. Wirkt echt wie Regen hier an der Stelle, aber das wird nur der Angstschweiß von meinen Konkurrenten sein. Oder ein Grafikbug. Eins von beiden. Mensch, guckt mal, wie viel Zeit wir aufgeholt haben in der Runde. Fast 4 Sekunden. Boah, ich fahr Verstappen noch davon. Passt nur auf.
So, jetzt wieder bremsen. Das funktioniert gut. Schön hier rüber sliden. Ja, eigentlich könnte man auch mal wirklich abkürzen. Nee, macht man nicht. So, 6,7 Sekunden für Russell, 9 für Hamilton. Ist schön, wenn das auch eine Strafe für die gäbe. Einfach, weil die 7 Jahre lang dominiert haben. Also nicht Russell, sondern Mercedes. Und dann vielleicht 3 oder 4 Sekunden Strafe für Verstappen, weil er die letzten 2-3 dominiert hat. So, komm schon, gib Gas. Wieso bauen die nicht einfach einen noch schnelleren Motor ein? Warum muss das alles überreguliert sein? Ich will mein 15.000 PS Monster hier haben. Nicht die 1000 irgendwas, was das sind. Na, dann wird's zu unsicher. Ja, dann wird man vielleicht wieder mehr Motorschäden sehen. Die Technik ist so gut geworden. Ich kann mich als kleines Kind noch daran erinnern, dass hier und da Reifen geplatzt sind. Die Zuverlässigkeit der Komponenten war echt scheiße. Beim Tanken ist was schief gegangen. Das sind irgendwie all die Komponenten, die, ich muss glücklicherweise sagen, jetzt natürlich weniger ins Gewicht fallen. Aber das hat für Spannung, Aufregung und Chaos gesorgt. Und ich glaube, das mögen viele Menschen, inklusive mir. Solange niemand dabei ernsthaft verletzt wird, finde ich, ist alles im Rahmen. Mal eine Gehirnerschütterung oder einen Bruch kann man davontragen, wenn man schon so schnell fährt. Schlimmer soll es aber auf keinen Fall sein. Da geht die Sicherheit vor. Deswegen bin ich auch so froh, dass der Halo hier dran ist. Da gab es in den letzten Jahren echt einige Szenen, vor allem mit... Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sehr schön. Mit Hamilton und Verstappen allein, wo ein Hinterrad von Verstappen auf Hamiltons Halo gelandet ist. Ein Glück waren die Dinger, sind die Dinger eingeführt worden. Russell nur noch 1,7 Sekündchen weg, den holen wir doch demnächst. Am besten noch diese Runde. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. Vermutlich in etwa 15 Minuten. Ja, das erreicht mich dann nicht mehr. Da bin ich schon auf dem Podium. Halte den Abstand nach vorne im Auge. Schlürf mein Champagner. Gönn mir eine belgische Waffel. Und eine belgische Nutte. Nee, was war's? Eine Waffel. Das wird für den Anfang reichen. So. Hallo Russell. Und gleich hoffentlich Tschüss Russell. Ja, wir sind schnell. Oh shit, der ist auch schnell. Aber ich bin schneller. Und ich kürze ab, das ist seine Position. Wie gesagt, so unfair sind wir nicht, dass wir wirklich übers Gras fahren und ihn cutten. Sonst könnte ich das Format hier auch ganz anders aufziehen. Das muss schon einigermaßen fair bleiben. So, wir haben jetzt zum Glück die Batterie. Oh, das war wieder knapp. Ich will die Innenbahn. Nee, ich will die Außenbahn. Ach, scheiß drauf. Warten wir bis zur DRS-Zone. Oh, leicht touchiert. Leicht mit meiner Spitze berührt am Hintern. Das mache ich normalerweise erst nach dem dritten Date. Oh, ich wollte zu viel. Wird seine Position und ich glaube, er kriegt das DRS davon. Bin mir aber nicht sicher. Mach halt den Weg frei. Nee, ich müsste das DRS bekommen. Nee, doch. Gut. Den haben wir überholt. Hamilton noch 2 Sekunden. 2 lange Runden haben wir nach dieser Runde noch. Das muss reichen. Das muss zumindest für das Podium reichen. Es kann nicht schon wieder sein, dass Red Bull hier ein 1-2er macht. Perez ist nämlich auf der 2. Gut, letztes Mal war es, glaube ich, Mercedes, die 2 und 3 gewonnen haben. Das müssen wir sehen. Hamilton wird auf jeden Fall vom Podium verdrängt und am besten Perez auch noch. Das sind nur 4 Sekunden, da unten fährt er, ja. Nicht drehen, nicht drehen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, das wird reichen.
Denk mal, beim Tanken macht ihr alles richtig und so viel Sprit sparen kann ich nicht. Ja gut, ich kann Liften Coast machen. Oh, du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Ey! Hat mich Russell noch abgeräumt? Ja, ich bin unsafe rejoined, wie das so schön im Englischen heißt. Unsicher wieder auf die Strecke gefahren. War meine Schuld. Ah, da habe ich wieder zu viel gewollt bei Hamilton. Aber wir haben noch zwei schön lange Runden. Aus Podium ist immer noch das Ziel. Komm schon, kein DRS. Fuck. Ah, die sind noch in Sicht. Es war schon mal deutlich bitterer für uns. Und wir haben immer noch die schnelleren Reifen. In einem ganz guten Zustand. Auto ist auch in einem ganz guten Zustand. Und jetzt sind wir wieder im DRS-Fenster von Russell. Oh, ich sollte aufhören, hier abzukürzen. Irgendwann gibt es eine Strafe. Ja, zum Glück gibt es erstmal eine Verwarnung. Komm schon. Komm schon. Mach dich doch nicht ganz so breit. Ja. Nicht berührt und Innenbahn hat funktioniert. Gut gemacht, super überholt. Dankeschön. War zwar kein schönes Manöver, aber schön, dass wir vorbeigekommen sind. Hamilton 2 Sekunden entfernt. 2 Sekunden trennen mich vom Podium und von ein paar mehr Punkten. Komm schon. Eine Runde und ein Drittel haben wir noch. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, jetzt hör auf, mir das jede Runde zu sagen. Ich werde Vollgas bis zum Schluss machen, selbst wenn ich dann stehen bleibe. Bringt ja nichts, hier Hamilton einfach ziehen zu lassen. Na komm, Batterie habe ich auch. 1,3 Sekunden entfernt. Perez wird schwierig. Wenn der jetzt nicht gleich rausfliegt, müssen wir uns mit dem dritten Platz zufrieden geben. Aber wir werden uns nicht mit dem vierten Platz zufrieden geben. Wir müssen das hier nur überlegt machen. Nicht zu gierig. Ich weiß, das ist untypisch für mich. Nicht, dass ich das sage, sondern dass ich das wirklich mache. Aber wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Ja, was meinst du, was ich hier versuche noch zu reißen, Jeff? Komm schon. Du gewinnst pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Ja, das ist wunderbar, so im DRS-Fenster. Das werden wir hoffentlich auch bekommen. Nicht, dass der Detection Point... Ja, wir bekommen's. Und Batterie dazu. Der ist noch so weit weg. Komm, hier haben wir Russell geknackt. Hier müssen wir auch dich knacken. Fuck, ey. Ist das knapp? Ich hätte mir die Schlacht jetzt lieber gern mit Verstappen geliefert und nicht mit dem Drittplatzierten. Ich hilft ja alles nichts. Oh, er kommt wieder weg. Hier ist ja der Streckenabschnitt, wo ich nicht gut mit klarkomme. Das hat sich über das Rennen nicht verbessert. Komm schon. Letzte Chance hier, den noch zu kassieren. Ist die letzte Runde, die letzten Kilometer. Oh, Unfall gebaut. Ich habe einen Unfall gebaut. Das war meine Schuld definitiv. Aber es hat uns den Platz beschert. So viel zu nicht unfair fahren. Das tut mir echt leid. Das war meine Schuld. Wollte ich nicht. Ich war einfach wieder zu gierig. Aber den dritten Platz nehme ich trotzdem. Wenn wir ihn dann bekommen. Ja, sieht gut aus. Ich würde sagen, das war annähernd verdient. Okay, einfacher Racing Incident. Ah, was für ein Rennen. Und ich bin wieder mal Fahrer des Tages. Warum auch immer. Viele haben dran gezweifelt, ob dieses Team hier in Spa gewinnen kann. Aber es wurde ein spektakulärer... Niemand hat daran gezweifelt.
Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Mhm. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ja, meiner nicht so. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Oh, ich habe seit Corona auch ordentlich zugelegt. Ja, jubelt nur für Red Bull, nicht für mich, der hier sich einen Arsch aufgerissen hat. Sogar noch in Hamilton gecrashed ist. Na gut. Mach mal ein bisschen Waterboarding mit dem Champagner bei den anderen. Nee. So weit wollen wir nicht gehen. Ja, Podiumpass interessiert mich nicht. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich schließe mich wieder an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.